Hallo, ich begrüße euch zur ersten Ausgabe des Videoblogs Gedankenreise. Ich bin Patrick und ich bin quasi euer Reisebegleiter auf dieser Expedition ins Unbewusste. Ja, warum heißt das Gedankenreise Expedition ins Unbewusste? Nun, 95%, über 95% von all dem, was uns täglich widerfährt, ist das Resultat unbewusster Entscheidungen. Und ich möchte einfach mal darüber reden, welche Auswirkungen das eigentlich hat auf unser Leben, auf unser Erleben und natürlich auch im weiteren Verlauf, wie kann ich das ändern? Was für Techniken, was für Möglichkeiten gibt es, um das zu verändern? Und es geht hierbei nicht um richtig oder falsch oder gut oder schlecht oder so. Es geht hier einfach nur um Informationen, um Bewusstwerdung, um zu entscheiden, ist irgendwas für mich stimmig oder ist es nicht für mich stimmig? Passt das noch? Passt das nicht? Und es wird sicherlich Dinge geben, die ich erzähle, wo ihr sagt, ey komm, lass mich damit in Ruhe, das will ich nicht wissen. Und es wird Dinge geben, die, wo ich oder ihr völlig anderer Meinung seid. Aber es wird eben auch Dinge geben, die ich hier so von mir gebe, wo ihr sagt, das klingt interessant. Das lohnt sich, damit sich einfach mal auseinanderzusetzen. Und jetzt habe ich mir überlegt, was könnte so das erste Thema sein, über das wir hier sprechen, über das ich hier spreche? Und was ist naheliegender, als sich über Gedanken zu unterhalten? Gedanken. Was sind eigentlich Gedanken? Warum haben wir Gedanken? Welche Auswirkungen haben Gedanken? Und es gibt einen Grundsatz, der uns immer wieder begleiten wird, und zwar durch alle Gedankenreisestationen, nämlich alles fängt immer mit einem Gedanken an. Jedes Gefühl, jede Entscheidung, jede Handlung, jedes Wort, Gestik, Mimik, Körperreaktion ist immer das Resultat eines Gedanken. Und wie ich das vorhin oder eben schon gesagt habe, über 95% unserer Gedanken sind Gewohnheiten, es sind unterbewusste Gedanken, die wir bewusst gar nicht mitbekommen. Es sind Überzeugungen, Glaubenssätze, Konditionierungen. Die bekommen wir nicht mit. Aber das Resultat dieser Gedanken, das Gefühl oder das Ergebnis, das bekommen wir wieder mit. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir von Glück oder Pech oder von Zufall sprechen. Glück, Pech, Zufall, das sind einfach, da widerfährt uns etwas im Leben, dessen Ursache, dessen ursächlichen Gedanken wir gar nicht kennen. Und das ist alles. Glück und Pech ist das Resultat unseres Denkens. So, jetzt können wir an sich die Frage stellen, okay, was ist denn der Unterschied zwischen unserem bewussten Denken und unserem unterbewussten Denken? Das unterbewusste Denken ist ungefähr, oder unterbewusste Gedanken sind ungefähr 10.000 Mal schneller als unsere bewussten Gedanken. Dadurch entsteht häufig eine gewisse Hilflosigkeit bei Menschen, denen immer wieder etwas widerfährt, was sie nicht bewusst ändern können. Kurzes Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt Angst vor einer Spinne. Dann kommt hier so eine Spinne lang gelaufen. Das Erste, was ihr bewusst wahrnimmt, ist das Gefühl der Angst. Den Gedanken, der zu dem Gefühl der Angst führt, den nehmt ihr nicht wahr, denn der wird rasend schnell gedacht. Jetzt ist die normale Reaktion ist so etwas wie, ich benutze meinen Verstand und sage so etwas wie, ja, die Spinne ist klein, die tut mir nichts, die ist nicht giftig, trete ich drauf, ist die platt, so oder so etwas Ähnliches. Und langsam wird die Angst weniger, bis sie dann verschwindet. Irgendwann kommt die zweite Spinne, habe ich wieder Angst. Das logische, rationale Erklären hat die Gewohnheit nicht geändert. Wir können also mit unserer Logik, mit dem rationalen Erklären, können wir Denkgewohnheiten oder Gewohnheiten nicht ändern. Wir können sie trotzdem ändern. Dazu kommen wir aber jetzt in einem späteren Beitrag einmal. Jetzt ist die Frage aber auch, warum denken wir so, wie wir denken? Wo kommt denn das überhaupt alles her? Warum glauben wir, was wir denken? Warum haben wir eine gewisse Überzeugung? Nun, das, was wir denken, ist das Resultat unserer Vergangenheit, unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das, was wir im Fernsehen gesehen haben, das, was andere Leute uns erzählt haben, was wir durch unsere Eltern gelernt haben, was wir durch Modelllernen gelernt haben oder durch Tun gelernt haben. Dieses Resultat ist das, was wir heute denken. Es ist also subjektiv. Hätte ich eine andere Erfahrung gemacht, würde ich jetzt etwas anderes denken. Ob das stimmt, was wir denken, oder ob das nicht stimmt, ob das noch für uns passt oder nicht,
Das wissen wir gar nicht. Das wissen wir erst, wenn wir unser Denken in Frage stellen, wenn wir das hinterfragen. Wenn wir uns also mit jemand anderem unterhalten und der ist nicht unserer Meinung, heißt das lediglich, dass der andere Erfahrung gemacht hat. Es heißt nicht, dass der schlauer ist oder dümmer ist, dass er ein besserer Mensch ist oder ein schlechterer Mensch ist oder Recht hat oder Unrecht hat. Es heißt einfach nur, dass er eine andere Erfahrung gemacht hat, andere Erfahrungen gemacht hat und deswegen anders denkt. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, das tun wir Menschen leider ziemlich häufig, wir können diese andere Person einfach ablehnen oder wir können sie sogar bekämpfen. Das passiert ja nicht nur zwischen zwei Personen, es passiert ja auch zwischen Gruppen oder manchmal auch zwischen Ländern. Wir lehnen andere ab, weil sie anderer Meinung sind oder wir bekämpfen sie einfach. Das führt natürlich zu keiner großen Veränderung in uns, in unserem Denken. Zu einer Veränderung kann zum Beispiel führen, wenn wir das, was ein anderer uns sagt, wenn er anderer Meinung ist, als Angebot nehmen. Ein Angebot, das kann man annehmen oder auch ablehnen. Wir können sagen, interessant, was der gerade so sagt. So. Ja, ich denke etwas anderes, aber schauen wir mal, was da so passiert. Und so können wir unser eigenes Glaubenssystem, unser eigenes Denken anhand der Meinung eines anderen in Frage stellen und können gucken, passt das überhaupt noch? Passt das, was ich gerade denke, was ich irgendwann mal in der Vergangenheit gelernt habe, passt das denn noch zu mir? Oder möchte ich das verändern? Führt dieser Gedanke vielleicht zu irgendeinem Gefühl oder hat er in der Vergangenheit zu einer Reaktion geführt oder zu einem allgemeinen Resultat geführt, was ich vielleicht gar nicht will? Wird mir in der Diskussion mit jemand anderem vielleicht gerade bewusst, dass eine gewisse Situation, ein gewisses Ergebnis, was ich immer wieder erlebe, das Resultat meines alten Denkens ist? Und somit brauchen wir den anderen nicht zu bekämpfen, sondern wir nehmen das, was er sagt, als Angebot, um uns weiterzuentwickeln, um ein besseres Gefühl zu haben, ein besseres, für uns besseres, was heißt das schon, Leben zu haben, ein glücklicheres Leben zu haben. Wir nutzen es, um eine Innenschau zu betreiben und zu gucken, passen Aspekte meines Glaubenssystems, meines Denkens überhaupt noch zu mir? Passen die überhaupt noch zu meinem Leben? Dadurch übernehmen wir nämlich wieder die Kontrolle über unser automatisiertes, unser unterbewusstes Denken und somit auch über unser Sprechen, über unser Fühlen, über unsere Handlung, Gestik, Mimik. Wir übernehmen wieder Kontrolle über unser Leben, über unser Erleben und werden nicht mehr von unserem Unterbewusstsein gesteuert in Situationen, in Richtungen, in der wir vielleicht gar nicht sein wollen, die wir gar nicht gehen wollen. Und ich nenne euch einfach mal zwei Beispiele. Das erste Beispiel, stellt euch vor, ihr guckt abends eine Talkshow und dort ist jemand zu Gast. Den habt ihr vorher noch nicht gesehen und den kennt ihr auch nicht. Und der wird dann vorgestellt als Professor Dr. so und so, ist auch ein Mann mittleren Alters und da unten steht dann so eine Banderole, steht unten Experte für XY. Was passiert ist, weil wir das in der Regel gelernt haben, jemand, der Professor ist, jemand, der Doktor ist, der ist intelligent und der weiß das. Und wenn er Experte ist, dann ist das nur logisch, ja, weil er ja auch Doktor ist und dann hat er auf jeden Fall recht. Wir übernehmen einfach das, was diese Person sagt, völlig automatisch, weil wir es gelernt haben. Wir haben es gelernt, gewissen Autoritätspersonen blind zu vertrauen. Und was eine Autoritätsperson ist, das haben wir in unserem Leben auch gelernt. Und das Resultat ist einfach, dass wir dieser Person, die vorgestellt wird, die wir aber gar nicht kennen, als Professor, als Experte, dass wir der bedingungslos glauben. In der Regel bedingungslos glauben. Obwohl wir überhaupt nicht wissen, ob das überhaupt stimmt. Wissen wir überhaupt nicht. Der mag ja etwas erzählen, was nicht stimmt und das mag gar nicht sein Fehler sein. Vielleicht hat er auch einem anderen Professor geglaubt oder sowas. So zum Beispiel. So. Ja? Zweites Beispiel für Konditionierung. Polarisierend ist ja immer unsere Politik. So, wenn wir von Politikern sprechen oder von Entscheidungen sprechen, die Politiker treffen, ob es gute oder schlechte sind oder wünschenswerte oder nicht wünschenswerte, spielt erstmal gar keine Rolle, soll gar keine Rolle spielen. Wir reden von Politikern, von denen da oben. Ganz automatisch, haben wir mal gelernt, die da oben.
obwohl diese Menschen Vertreter des Souveräns sind, des Volkes. Das Volk ist der Souverän. Alle Macht geht vom Volk aus, Demokratie. Und wir wählen Vertreter. Der Vertreter an für sich hat den Souverän, der in diesem Fall hierarchisch ja auch, wenn man so an ein Unternehmen denkt, über ihm steht, hat die Vertretung für diese Person zu übernehmen und im besten Sinne zu handeln. Das heißt, von der Hierarchie her ist der Vertreter eher unter der eigentlichen Person, für die er die Vertretung übernimmt. Normalerweise müssten wir doch sagen, die dort unten, weil der Souverän der Demokratie ist das Volk und nicht der Vertreter. Trotzdem sagen wir die dort oben. Und jetzt geht es gar nicht darum, ob wir jetzt sagen, die da oben, die da unten oder ob das stimmt oder nicht, sondern es geht darum, was es mit uns macht. Wenn ihr sagt, die dort oben, was macht das mit euch? Was für ein Gefühl entsteht dort, die dort oben? So, ihr guckt automatisch nach oben. Und dann schaut einmal, was macht das mit euch, wenn ihr sagt, die dort unten? Es macht etwas anderes mit euch. Es geht nicht um besser oder schlechter, es macht etwas anderes mit euch. Ihr denkt anders und das führt zu einem anderen Gefühl, zu einem anderen Eindruck. Es führt auch zu einer anderen Handlung, zu anderen Worten, zu einer anderen Gestik und Mimik, zu einem anderen Körpergefühl. Ja? Einfach nur, weil wir nicht mehr sagen, die dort oben, sondern die dort unten. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir in Frage stellen können für uns. Stimmt das überhaupt? Stimmt das überhaupt und möchte ich das überhaupt noch sagen, die dort oben? Und es geht gar nicht jetzt um Politik, sondern wir können auch völlig andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens nehmen. Ja? Stimmt es wirklich, wenn ich zu irgendeiner Gruppe oder jemandem sage, die dort oben? Stimmt das wirklich? Möchte ich das überhaupt so noch denken oder sagen? Fühlt sich das stimmig an? Oder möchte ich das nicht lieber ändern und somit eben auch ein Resultat ändern? Mein Denken, mein Fühlen ändern. Das waren so zwei Beispiele zum Thema Gedanken, Überzeugungen, Glaubenssätze und warum es sich lohnt, manchmal etwas, was wir denken, in Frage zu stellen. Und ich möchte euch mal einladen, in den nächsten, sagen wir mal so 5 Tagen, jeden Tag einmal einen Glaubenssatz von euch zu nehmen und den in Frage zu stellen. So, mal ehrlich zu euch selber zu sein. Ihr könnt die ganze Welt anlügen und bescheißen, kein Problem. Aber euch selbst gegenüber immer ehrlich sein. Das lohnt sich für die Weiterentwicklung. Jeden Tag einfach mal eine Konditionierung, eine Überzeugung einfach mal zu nehmen und die mal in Frage zu stellen, mal zu gucken, ob das stimmig für euch ist. Das Ziel ist nicht, die zu verändern. So. Das Ziel ist nur, sich das bewusst zu machen, was man sich vorher nicht bewusst gemacht hat, was einen aber trotzdem gesteuert hat, und zu gucken, ist das noch stimmig oder ist das nicht mehr stimmig. So. Und das können ganz einfache, banale Sachen sein, wie ihr esst morgens ein Brötchen. Das esst ihr jeden Morgen. Könnt ihr in Frage stellen und so. Ist das noch stimmig für mich und so? Oder möchte ich morgens lieber ein Müsli oder ein Brot oder ein Ei oder keine Ahnung, was auch immer essen? Das ist was ganz, ganz Einfaches. Trotzdem ist es eine Überzeugung, die man mal in Frage stellen kann. So. Und wenn ihr mögt, könnt ihr eure Erfahrungen einfach unten in der Kommentarspalte, in die Kommentarspalte schreiben oder diskutieren. Genau. Vielleicht macht ihr ja ein paar ganz interessante Erfahrungen für euch. Das soll es für heute gewesen sein, für den ersten Videoblog der Gedankenreise, der Expedition ins Unbewusste. Wenn ihr weitere Stationen der Gedankenreise nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach diesen Kanal und schaut euch auch gerne unsere Facebook- oder Instagram-Seite an. Die Verlinkung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch noch einen ganz zauberhaften Tag oder einen zauberhaften Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video anguckt. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.